Vom undurchdringlichen Gestrüpp zur Erlebnisoase. Über 700 Stunden ehrenamtliche Arbeit stecken im naturnahen Pausenhof der Grundschule St. Hildegard in Ulm. Vom Architektenworkshop über Planungsgruppe und Sponsorensuche bis hin zum Bau selbst haben alle mit angepackt. Eltern, Schülerinnen und Lehrerinnen. Die Mühe hat sich gelohnt. Sinnespfad, Kräuterschnecke, Weidentunnel und Insektenhaus laden zum Entdecken, Spielen und Erholen ein. Und alle sind begeistert. Als die Frau Pastor Duscher mich gefragt hat, sollen wir in dem Gestrüpp, das wir hier vor der Schule haben, einen Pausenhof gestalten, habe ich so spontan gesagt, das machen wir, das kann ja nicht so schwierig sein. Und dann haben wir erst nach reiflichen Überlegungen haben wir gesehen, dass es ein Riesenprojekt wird, an dem wir 2 Jahre geschafft haben und schier dran gescheitert wären. Nur dank der vielen Helfer haben wir es dann doch noch geschafft. Bevor das ganze Projekt natürlich losging, hatten wir einen kleinen Planungsworkshop mit den Kindern und den Eltern. Die Kinder haben sich sehr viele Dinge gewünscht, wie Ponyhof, Eisdiele, Schwimmbad. Das konnten wir leider nicht realisieren. Wir haben uns dann geeinigt auf einen Sinnespfad, wo man, wie man hier sieht, fühlen kann, riechen kann, schmecken kann und hören kann. Und ich finde, das ist uns ganz gut gelungen.